Jo Leute, was geht ab und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Heute habe ich ein paar Zusammenschnitte für euch, und zwar von der Rallye in Kempenich vom Sonntag, den 8.3. Da war ich mit meinem Vater dort und wenn es euch gefällt, könnt ihr mal ein Like da lassen, würde mich sehr freuen, oder auch mal einen Kommentar schreiben. Wir sehen uns in der Endcard wieder und da werde ich auch noch ein paar Sachen sagen, wieso, weshalb, warum ich jetzt so lange weg war. Haut rein, bis gleich. Ich mach jetzt mal einer. Oh, 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 oh. Mach das Ding nicht kaputt. Haben wir den da mitgenommen, da hat er noch keinen Stimmbruch gehabt. Marco, lach mal wie ein Mann. Hat er gelacht. Hat er das auf die Kassette, auf die Videokassette zum Angucken. Der geht nicht. Das war geil. Deine ist rutschig wie eine Sau. War ich mit dem Firmenbus da gewesen. Ach so? Ich durfte von der Firma, also bei Zeitler. Da haben wir dann. Ja. Ne. Ich Ja doch, wir hatten wir das. Der Konter müsste doch. Ah, jetzt kommt er wieder. Ich fahre ja Rundkurs. Zombies. Zwillinge. Zombies. Bixen. Ja, sind die wie die Mama oder was? Ja, wie die Mama, ja. Ja, ziemlich. Bekloppte. Wie ist die dann? Maschinengewehr, ne? Ja, mach mal. Hopp, der Fresse. Der Conor hat gestern lang gesucht, hat überlegt, was soll das bedeuten? Weiß ich noch immer. Heute geschlossen. Hat mir gebaut, die beim Kasperler, die Autofläche, die ja. Fahrschule. Da hat er gerade neben dran gestanden, da hat er Café, weil ich könnte gar nicht gefahren, da ist er heute geschlossen. Heute geschlossen. Was ist denn heute geschlossen? Da ist das Cabrio. Wenn ich mit dir aufmache, siehst du es ja nicht, gell? Genau. Das war nicht so gut. Ja.
Da hat er ganz schön. Ja, das ist bei seinen Freunden. Jetzt kommt noch Belandi. Ja. Was für Belandi? Aus Kreuzach. Stromberg. Ich kenne nur Belandi für Bücher. Nee, nee. KHGB2. Guck. Hey, lass uns das. Sonst? Oh, warum dann? Da wird es doch echt interessant. Das dürfen die nicht. Ja. Die dürfen gar nichts. Ja, aber du hast. Ja, hab ich. Ja, aber Eislocken.
hat es eilig gehabt. Kommt da jetzt auf einmal? Ja, doch, da kommt einer wieder. Gut, wenn wir ein bisschen in die Richtung kämen. Hey, lass das stehen! Jetzt bin ich hier, ist doch Rani! Halt den Baum ein bisschen zum Berg. Nee, hab ich nicht. Ich komm nicht so schnell rüber. Thank you.
Ja, weil das dann vielleicht. Cityflitzer. Baba. Ja, ja, bei uns. Hä? Cityflitzer. Aber laut. Lauter Cityflitzer. So Leute, schön, dass wir uns nochmal sehen, wenn ihr noch dran geblieben seid. Wäre sehr schön. Und zwar wollte ich nochmal ganz kurz klären, warum war ich jetzt eigentlich so lange weg? Und zwar gibt es einfach ganz einfach einen Grund dafür und da brauchen wir gar nicht lange rumzureden, weil ich will euch da auch nichts vorblabbern. Ich hatte einfach keine Lust. Ich hatte einfach keine Lust auf YouTube. Es hat aber auch irgendwie was momentan mit meiner Laune zu tun. Ich bin momentan irgendwie nicht so in der Laune für YouTube. Aber dafür habt ihr jetzt trotzdem nochmal ein Video bekommen, weil ich darauf jetzt Lust hatte. Und da ich eh so ein Motorsport-Typ bin, wird es wahrscheinlich auch eher weniger mehr geben, dass in die Richtung Minecraft geht oder sonstige Games, sondern wahrscheinlich eher in die Richtung ja, Driving Simulations, also irgendwelche Farm-Simulation oder Racing-Simulations, also ja, Rennsimulatoren wie zum Beispiel Assetto Corsa oder wenn ich von der PlayStation aus streame, dann wahrscheinlich Gran Turismo Sport. Und ja, demnächst, das kann ich euch auch schon mal sagen, wird ein Video geben, da habe ich auch noch ein paar Zusammenschnitte gemacht, ein paar Videos. Und zwar auf dem Nürburgring vom Samstag, den 7.3. 7.3. müsste das da gewesen sein, ne?
Samstag, 7.3. meine ich. Ja, genau. Da habe ich auch noch ein paar Videos gedreht. Das Video muss ich dann die Tage noch schneiden. Also das Video kommt jetzt, wenn ihr es seht. Und wahrscheinlich wird das am 10.3. sein. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch hochgeladen bekomme. Ja, also heute am 9.3. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich hier vom Video. Ja, die Tage kommt dann noch ein Zusammenschnitt vom Nürburgring, vom Saisonstart dieses Jahres bei den Touristenfahrten. Und ja, jetzt gebe ich gleich mal rüber in den Abspann, also in die Endcard. Also Leute, bis gleich. So, und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgen solltet, oben links findet ihr meinen Namen und folgt doch auch bitte meinen zwei besten Freundinnen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Unten links findet ihr das letzte Video und unten rechts findet ihr irgendein anderes Video von meinem Kanal. Oben rechts könnt ihr mich abonnieren, bitte auch die Glocke aktivieren.